möchte an dieser Stelle mal die Gelegenheit nutzen, mein Handy vorzustellen. Das ist ein BQ Aquaris M5. Die Marke BQ wird vielen von euch wahrscheinlich gar nichts sagen. Das ist ein spanischer Hersteller, der hat ein paar ganz interessante Sachen im Angebot. So kriegt man bei BQ zum Beispiel Handys, die mit der Notion-Mod ausgeliefert werden oder auch Tablets, auf denen Ubuntu läuft. So ein Spezialgerät habe ich nicht. Ich habe das ganz normale BQ Aquaris M5. Und das ist mit einer Vanilla-Android-Version ausgestattet. Vanilla bedeutet, dass der Hersteller so gut wie keine Modifikationen an dem Betriebssystem vorgenommen hat. Das empfinde ich als einen großen Vorteil. Man hat also keinen anderen Skin oder irgendwas drauf. Es wurden keine zusätzlichen Apps installiert. Es ist wirklich das Android so, wie es Google auch ausliefert. Ein weiterer Vorteil von dem Hersteller BQ ist, dass es regelmäßige Updates für das Handy gibt. Das umschließt auch die Google-Sicherheitspatches. Da ist man immer auf einem recht aktuellen Stand, sofern das Handy noch aktualisiert wird. Ich habe mit Android 5.1 gestartet und habe dann das Update auf 6.0.1 bekommen und auch das Update für Nougat ist bereits angekündigt. Und ich habe das Handy schon seit einem Jahr und weiß jetzt schon, dass ich Nougat bekomme, also kann ich es noch eine ganze Zeit weiterverwenden. Was ich auch klasse fand, war die Möglichkeit, das Handy zu rooten, ohne dabei die Garantie zu verlieren. Man kann auch Custom ROMs aufspielen und auch hier verliert man keine Garantie. Das Handy an sich weist eine gute Verarbeitung auf. Insgesamt sind die BQ-Handys vergleichsweise günstig. Hier blende ich jetzt ein paar Bilder, die ich mit der Kamera gemacht habe, ein, damit ihr einen Eindruck von der Kamera bekommen könnt. Ich fand die Kamera für den Preis völlig ausreichend. Ich habe damals nur 210 Euro bezahlt für das Gerät. Was mir nicht so gut gefallen hat, war, dass das Display nicht so ganz kratzfest ist. Deshalb habe ich mir da eine Folie drauf gemacht. Im Video seht ihr auch, dass die oben schon Blasen schmeißt, liegt aber nicht am Handy, sondern an der Folie. Zudem liegt es etwas rutschig in der Hand, deshalb gibt es von BQ auch noch eine schöne Hülle für 10 Euro dazu. Da liegt es doch dann etwas griffiger in der Hand. Mir persönlich ist das Handy mit 5 Zoll einen Tacken zu groß. Ich hatte vorher das Nexus 4 und das hat doch deutlich besser in der Hand gelegen, weil es kleiner war. Aber das ist ja Geschmackssache. Insgesamt würde ich sagen, würde ich mir das Gerät wieder kaufen und werde auch bei meinem nächsten Handykauf vor allem in die Richtung BQ schauen, denn diese ganzen Features, dass man routen kann ohne Garantieverlust, dass man einen Vanilla Android kriegt und regelmäßige Updates, das ist mittlerweile auf dem Handymarkt selten geworden.